Hallo und willkommen zu meinem zweiten Video-Tutorial, also einer Anleitung zum Video Deluxe 2014 von Magix. Heute zeige ich euch, wie man ein Video zerschneidet bzw. kürzt. Ihr seht, ich habe hier schon ein Video reingeladen, das bin ich, und ich mache ja am Anfang meinen Daumen hoch und da nicht mehr, und genau das will ich jetzt entfernen, diese Stückchen hier. Das ist jetzt ganz einfach. Also ja, geht an den Bereich, der zerschnitten werden soll. In meinem Fall hätte ich jetzt gerne, mal gucken, diese Stelle. Und jetzt kommt's. Ihr klickt hier auf Zerschneiden. Jetzt habt ihr euer unten euer Video zerschnitten. Der vordere Teil ist halt vor dem Schneidepunkt und der hintere Teil hinterm Schneidepunkt. Ihr könnt jetzt, wenn ihr den vorderen löschen wollt, zum Beispiel klicken und einfach entfernen auf der Tastatur drücken, dann ist da weg. Und damit wäre das Video schon gekürzt. Okay, das Ende passt. So, da war es das schon. Dann könnt ihr eure Datei dann noch exportieren, wie ihr das gerne macht. Ich mache MPEG-4, Video speichern. So, speichert jetzt, wie ihr seht, dauert einen kleinen Moment. Na, noch 10 Sekunden. Müssen ja auch gucken, ob das Endresultat was geworden ist. Okay. Da haben wir es schon. Ne, das ist es nicht. Bilder. Hier haben wir das Neue. Sagt, am Anfang darf kein Daumen hoch gehen. Hat sehr gut geklappt. Also ich würde sagen, hat geklappt. Ihr wisst jetzt, wie man Videos kürzen und teilen kann. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Masterfill 2000.